Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht's um Stoßschwerter, wie ihr schon gesehen habt. Und das erste Stoßschwert ist die Eisnadel. Die muss ich mir jetzt einmal besorgen, weil die habe ich tatsächlich nach über 150 Stunden Spielzeit einfach noch nicht einmal gefunden. Die findet ihr bei Ichi, bei den Ruinen. Da gibt es einen Boden, der einen versteckten Weg hat. Muss man einmal aufmachen und dann ist da unten ein Boss. Den Boss muss man besiegen und dann kriegt man die Eisnadel. Und das zweite Schwert ist der Ameisenstachel. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht. Den holen wir dann danach. Dann sehen wir uns gleich bei den Ruinen. So, ich bin bei den königlichen Ruinen angekommen. Und jetzt gibt es hier irgendwo einen versteckten Eingang im Boden. Wo genau, weiß ich auch nicht, weil wie gesagt, ich habe das ja auch noch nicht. Deswegen müssen wir mal zusammen schauen, wo der Boden ein bisschen komisch aussieht. Was kriegen wir hin? Hier ist es! Gefunden! Also, so sieht der Boden aus. Zack! Gefunden. Jetzt machen wir den Endgegner hier noch fertig. Och nö, nicht so ein Ding. So, mal ganz kurz, ganz schön knapp. Eisnadel. Let's go. Und den Ameisenstachel, die zweite Waffe, die findet ihr hier links neben der Schattenburg. Muss ich einmal hier so entlang. Da ist eine Invasion. Wenn ihr die Invasion besiegt, dann kriegt ihr den Ameisenstachel. Ah, war nicht hier das Ding? Ah, die. Malaik Marais. Ameisenstachelrapier und Maske der Marais. Hatte ich auch noch nicht. Also was ihr zur Ausrüstung, was ihr braucht, ist einmal natürlich die weiße Maske. Ihr braucht Jubel des Blutes für Seppuku. Ihr braucht die geflügelte Schwertinsignie und ganz wichtig Jubel des Sprosses der Fäulnis, der euren Angriff erhöht, wenn Gift oder Fäulnis in der Nähe ist. Und jetzt machen wir so wie immer. Erst einmal die Arznei. Dann goldener Schwur. Dann Flamme gibt mir Kraft. Dann Seppuku. Und jetzt auf den Gegner drauf. Ohne Sprungangriff. Einfach reinrennen. Huhu. Klatsch ganz schön rein. Es sind weniger kritische Angriffe. Aber der macht gut Schaden. Komm, Schimmersteindrache, Andula. Du bist hier, ich weiß es doch. Da bist du schon. Okay, krasser Vorteil zu Gift. Ich mache viel mehr Schaden bei dem, habe ich das Gefühl. Ey, ich brauche ja gar... Guck mal, wie viel ich angreifen kann. Meine Kondition wird ja gar nicht weniger. Man kann ja unendlich oft angreifen. Okay, dann ist er so... Der ist auch vergiftet, ne? Oh, da kam der Frost. War ein bisschen zu früh gesprungen. Der ist voll am Vergiften. Voll geil. Der killt sich selber gerade mit dem Gift. Was hat mich denn da angegriffen? Irgendeine Falle oder so, ne? Hui! Das war er. Ja, also, das ist der Ameisenstachel und die Eisnadel. Empfohlen vom Skoppel. Finde ich ganz geil, muss ich sagen.
Ey, ich finde das gut, Skoppel. Ich finde das richtig gut. Es wiegt nichts, verbraucht kaum Kondition, Gegner ist vergiftet, Eis drauf, macht gut Schaden. Hat sehr viele Vorteile. Klar, dass das jetzt nicht so viel abzieht wie eine Waffe, die 50 Stärke braucht. Also könnt ihr nochmal kurz gucken. Attribute 10, 20 und 11, 18. Und Vergiftung und Scharlachfäule. Gefällt mir. Und dann würde ich sagen, war's das. Gerne das Video liken, kommentieren, wie ihr das findet und gerne den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.